Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind's wieder, die Inselcamper, und zwar die Leimer und das Sven, meine Wenigkeit. Ja, wir sind hier wieder mal bei Reimers GmbH in Idstedt, weil wir hier einen langen Aufenthalt haben, zwecks unserer Fahrzeugreparatur, unserer Aufrüstung. Und wir zeigen euch heute einen Carthago C-Tourer, und zwar den T143 LE auf Mercedes-Basis. Und ich würde sagen, mehr nach dem Intro, bleibt dran! Ja, willkommen zurück, ihr Lieben. Ihr seht, diese C-Tourer von Carthago ist auf Mercedes-Basis, macht natürlich wieder massig Eindruck. Das Ganze nochmal zum Nachlesen hier ist auf 170 PS. Der Mercedes ist 414 CDI, 2,2 Liter, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilo, mit einer Länge von 7,6 Meter, Breite 2,27 Meter und eine Höhe von 2,95 Meter. Und das Ganze zum Ausstellungspreis von 107.555. Und wir haben hier wieder den Rüdiger, eine fachkundige Person, die uns etwas über das Fahrzeug erzählen kann. Ja, moin, da bin ich wieder. Ja, ich würde sagen, wir fangen wieder an, uns das Fahrzeug mal von draußen anzuschauen. Genau. Mit unseren Stauraummöglichkeiten, die ganzen Klappen, und dann gehen wir wieder ans Fahrzeug erinnern. Richtig. Ja, wollen wir so machen? Auch wenn es regnet. Auch wenn es regnet, das machen wir ja gerne. Ja. Ne? Ja, also wir haben hier wieder die typische Carthago Außenhaut. Wir haben also außen Alu, dann haben wir eben halt die Dämmung und danach kommt nochmal Alu. Mhm. Das ist also das zum Außen erstmal. Wir haben unten drunter, vielleicht auch nochmal im Vergleich zu Malibu, haben wir eben halt hier jetzt das Alco-Chassis hinter. Mhm. Ja, und bei Malibu haben wir eben halt das Fiat-Chassis. Okay. Das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen nochmal, dass man das einfach auch mal so für sich einfach mal registrieren kann. Genau. Ja? Ja. So. Auch hier fangen wir wieder an und haben also diese große wirklich Stauraumklappe, auch wieder ein winterfestes Fahrzeug natürlich. Genau. Das Fahrzeug. Man muss auch bedenken, wie klein das Fahrzeug ist, also auf 7 Meter Länge dann so ein großer Stauraum. Das genau. Auch hier ist es eigentlich wunderbar gemacht, auch von der Elektrik her. Wir haben also hier unsere Batterien untergesetzt, dass ich da vernünftig rankomme. Ist groß genug, dass ich auch eine zweite Batterie gleich nachrüsten kann. Das ist gut, und du kommst von oben dran, ja? Genau. Ne? Zum anderen habe ich da auch gleich meinen Schalter, dass ich das Fahrzeug eben halt stromlos machen kann. Mhm. Gerade für den Winterbetrieb, wenn ich es dann doch vielleicht mal nicht nutze. Dass ich immer, wenn es länger wie 14 Tage steht, heißt es eigentlich, sollte man da eben entsprechend das stromlos machen. Mhm. Ja? So. Dann haben wir da oben die Druckwasserpumpe sitzen, so dass ich da auch gut rankomme bei den Reparaturen. Und ich habe eben halt den Unterboden nochmal, das sieht man da vorne, den kleinen Lichtschalter nochmal komplett auch beleuchtet. Ja. Ja, wenn ich dann mal abends irgendwie ran muss. So, hier dann wieder diese Toilette. Das ähnelt eben halt, wie wir es vorher schon gesehen haben. Wir haben hier oben einfach den Suganschluss wieder. Suganschluss wieder, genau. Ja, so dass man da eben halt auch dementsprechend die Abluft auch wieder übers Dach hat. Nicht nach unten, nicht zur Seite. Ja, und hier. Auch wieder Gasanschluss. Vom Fach her, genau. Für 2 Kilo Gasflaschen. 2x11 Kilo, genau. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, dass man da von außen total leicht drankommt. Ja. Vor allem bei beiden Flaschen. Ne? Man kennt auch andere Fahrzeuge, dass die irgendwo hintereinander, genau, oder hintereinander oder zur Seite, dass man hinten rausziehen muss. Also hier hat man wirklich schön da dran. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zu deinem Zimmer. Da gehe ich aber nicht rein. Doch, du gehst da rein. Nicht. Ich gehe in dein Zimmer. Ich gehe in dein Zimmer, genau. So. Die Garage auch wieder wirklich sehr groß. Also wirklich für so ein kleines Fahrzeug, in Anführungsstrichen klein. Ja. Eine richtig schöne große Garage, ja. Schatz, magst du jetzt diesmal rein? Kann ich auch mal probieren, wenn mich das aushält. Auf alle Fälle. Ah ja, doch, das ist ein Platz hier. Ja. Doch, für eine Skatrunde oder so passt. Reicht. Machen wir zu. Schön. So. Was hier auch nochmal ganz wichtig ist jetzt bei Carthago. Das haben sie abgeschlossen. Du kannst laufen. Ne? So, jetzt gehe ich hier mal rein. Und zwar haben wir hier hinten die komplette Elektronik. Aha. Ja, wenn man vom Malibu gleich mal zurückgehen kann, da habe ich die Elektronik unter dem Fahrersitz, da habe ich mein DBL und meine Batterie. Hier ist es so, dass ich eben halt die Batterien vorne habe und eben halt die Elektronik komplett hier hinten drin. Der Zugang ist relativ einfach, aber die beiden Muttern lösen.
Genau, musste nichts aufschrauben und genau. Sauber geordnet. Ja, da habe ich alles drin. Ich habe meinen Booster drin, ich habe mein Ladegerät drin, ich habe mein FI drin und meine ganzen Sicherungen. Also auch wenn wir mal so ein Wetter haben, wie wir jetzt gerade haben, kannst du hier in Ruhe nachgucken, wenn es wirklich mal einen Fehler, den es eigentlich ja nicht gibt, geben würde. Mhm. Ja. Dann könnte man das hier rein im Trockner noch machen. No? Okay. Hier an der Seite haben wir noch zusätzlich eine 230 Volt Steckdose. Ich hoffe, man sieht es mit dem Licht. Ja. Moment, können wir es sehen? Ja. Ja. So, und darunter noch mal eine 12 Volt Steckdose zum Zigarettenanzünder. Mhm. So, dass man eben halt auch hier seine E-Bikes, was ja auch noch mehr wird, auch anschließen kann oder seine Kühltruhe, je nachdem. Haben ja immer mehr. Genau. Ja, also sie ist kein großes Ding. Ist auch praktisch hier mit diesen, ja, muss man keinen Schraubenzieher nehmen, das ist alles so eine Flügelschraube, ja. Genau. So, dann haben wir hier drin nochmal Revisionsschacht für das Frischwasser. Auch da die Reinigung, dass man das sehr, sehr leicht fällt. Das ist schön, wenn man da ganz leicht rankommt. Ja. Hier sieht man übrigens auch nochmal die Dämmung. Die Dämmung von der Garage jetzt eben halt. Und auch da ist es wirklich nach oben hin gut durchgedämmt, dass keine Kälte durchkommt. Mhm. No? Hecktür natürlich mit Gasdruckdämpfer. Natürlich. Ja. So, dann haben wir hier noch ein kleines Fach. Auch das war auf. So. Auch nochmal Stauraum. Ja. Das ist wirklich sehr schön, dass man da eben halt entsprechend seine Kabeltrommel, Auffahrkeile, was man so hat, wo man eigentlich jedes Mal ran muss, nicht hinten in der Garage hat, sondern wirklich hier vorne gleich greifbar. Sehr gut. Ja? Kleinste Platz genutzt. Genau. Ja, dann gehe ich mal wieder vor. Dann fangen wir hier vorne wieder an. Wieder die Klappen, genau. Hier sehen wir zwei Verschlüsse, das heißt, das Ganze ist nochmal ein bisschen großzügiger. Mhm. Oh. Wieder ein Träumchen. Ne? Ja. Auch da finden wir das wieder, was wir eben schon mal gesehen haben. Dort eben halt die Abwasserzentrale, dass ich da eben halt rangehen kann. Mhm. Ich kann meinen Boiler da ablassen, wie auch wieder den Frostwächter. Frostwächter, genau, der ist da auch verbaut, man kommt sehr leicht dran. Richtig. Und auch hier, was ich sehr schön finde persönlich, das sind so kleine Details. Es wird nicht eben halt jetzt eine größere Klappe genommen, aber die Anzahl der Scharniere bleibt, sondern auch da macht man sich direkt Gedanken, ja, und macht eine dritte Scharnier mit dran, dass man auch wirklich die Gewissheit hat, dass das wirklich alles auch hält. Genau. Das ist gut. Fliegengitter ganz klar. Natürlich. Fliegengitter auch wieder. Ja. Außenbeleuchtung habt ihr auch, ja. Ja. Das ist wieder alles selbstverständlich. So, dann gehen wir rein in die gute Stube. Und ich mache jetzt, glaube ich, die Tür zum Beispiel. Nächste Revisionsklappe. So, dann haben wir unten den Doppelboden. Was fällt uns da auf? Dass man sehr viel Platz nach vorne und hinten hat. Ne? Ja, gegenüber dem anderen Fahrzeug, was wir gemeinsam angeguckt haben. Ich kann es jetzt aus dem Stegreif nicht immer mehr sagen. Ja, ist immer schön, wenn wir auch was machen können. Der ist tiefer. Okay. Ja, das ist also bedingt dadurch, dass wir ein anderes Chassis drunter haben, das Alco-Chassis. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr an Ladetiefe, wie wir drüben halt bei dem Malibu gehabt haben. Okay. Ja, irgendwo muss der Unterschied herkommen. Ja, aber das ist einfach nur, es sind so kleine, also ich weiß nicht, ob es jetzt kriegsentscheidende Details sind, aber ich finde es ganz wichtig, wenn man es einfach mal weiß, ne, wo dann der Unterschied drin ist. Ja? Dafür haben wir dich dabei. Das ist schön. Und der Boden finde ich hier sehr schön. Der Bild, ja. So, dann haben wir hier auch nochmal Frischwasser. Richtig. Zugang, Abwasserzugang. So wie wir es drüben auch schon gesehen haben. Genau. Ne? Auch wieder hinten den Hahn zum Ablassen und zur Fahrwasserstellung. Und wir kennen sowas auch anders. Ja. Wenn man da überhaupt nicht rankommt oder nur sehr schwer rankommt, und da ist sowas Gold wert. Ja, ja, manchmal ist auch schön, dass man weiß, dass man es überhaupt hat. Ja, genau. So. Ja, dann fangen wir hier mal wieder mit dem Küchenbereich an. Mhm. Hier hat man jetzt hier wunderschön nochmal oben diese Espressomaschine drin. Oder Nespresso. Ja, ja, also ich finde das sehr schön. Also es ist ein kleines Detail, kleines Gimmick eben halt. Wir lieben die. Wir haben auch eine, ja. Vor allem, dass es schon fest ist, weißt du? Ja, richtig. Das ist nicht selber kaufen. Es ist auch so recht schön eingelassen hier. Ja. Ne? Wenn man jetzt mal hier diese Form so sieht, das ist wirklich klasse gemacht. Dieses Geschwungene, genau. Genau. Dann haben wir hier wieder. Auch wieder dieses Gimmick. Unsere Ablage, genau. Super stark, ja. Also für toll, wenn ich jetzt hier oben meine Kaffeemaschine habe, ziehe sie raus. So habt ihr unten gleich zum Tastenabstellen alles da. Das ist einfach wieder stimmig auch. Genau. Ne?
und ist alles schnell wieder Hand und Fuß weggefahren. Ja. Was auch immer wichtig ist. Richtig, ja. Genau. Dann auch einen großen Schrank hier wieder im oberen Bereich. Jo. Ich zeige euch mal kurz, wie weit es reingeht, dass man da eine Vorstellung hat. Genau. Sehr tief. Was hier jetzt so ein bisschen Unterschied ist, auch zum vorigen Fahrzeug, was wir gehabt haben, da haben wir ja hier hinten drin eben halt die Abschlussplatte von der Außenhaut, wie auch unter Decke. Hier haben wir das Ganze mit Mikrofaser. Okay. Ja. Ach ja. Das dient eben halt noch so ein bisschen der Geräuschdämmung und die Kältedämmung, würde ich jetzt immer sagen. Mhm. Weil da tun sich beide nichts. Ne? Aber ja, Geräuschdämmung schon. Ne? So, dann haben wir hier wieder die Schubladen. Mhm. Da unterscheidet sich der Küchenblock nicht zu dem, den wir eben im Malibu angeguckt haben. Beide gleich, ne? Ja, hier unten wieder die große. So, von nach oben. Auch wieder mit integrierten Mülleimer, ja. Genau. Große Schublade. Und Besteckschublade. Ja. Und schon vorgefertigt, auch sehr schön. Genau. Ja, ist immer ganz wichtig, man vergisst es dann doch, irgendwie die Dinger zu kaufen. Ja. Ja, da haben wir wieder den Herd. Drei Flammenherd, genau. Und was auch sehr wichtig ist, das kann man immer wieder betonen, dass die weit genug auseinander sind. Das Ganze, die Roste sind aus Gusseisen. Und man kann eben dann auch wirklich drei Töpfe nebeneinander stellen. Ja, das ist das eine, aber es ist noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir zuerst auch gar nicht so gesehen haben, der aber auch dann wieder von Wohnmobilisten gekommen ist, ist wirklich das, dass wenn man kocht, auch mal zu Hause ist es gewohnt, ich kann meinen Topf schieben von rechts nach links, nach oben nach unten. Die Herde, die also herkömmlich gewesen sind, da war immer das Problem da gewesen. Du hast nur diese kleine Abstellfläche gehabt und wenn du geschoben hast wie zu Hause, ist es umgekippt. Genau. Das Problem habe ich hier nicht mehr. Nee. Ja, weil ich eigentlich hier meine Fläche habe und ich kann hier hin und her schieben, wie ich möchte. Genau, da kann eben auch nichts abrutschen. Mhm. Richtig, das kenne ich nämlich auch. Genau, wenn da nur so ein Kreis drauf ist, so ein Kranz, und dann kann das an der Seite abrutschen im schlimmsten Fall. Richtig, ja, das ist immer so dieses, wo wir auch mal sagen, ist oftmals so, dass das von Wohnmobilisten, ja, die machen ja nichts, die Hersteller. Ne? Ja. Aber es sind so Kleinigkeiten, die machen sich schon eine ganze Menge Gedanken und setzen sie um. Aber es, in der Menge eben halt, ne? Dauert es halt, bis man das wirklich sieht. Man muss halt auf die Nutzer hören, genau. Ja. Also ist wirklich sehr schön geworden. So, den hinteren Bereich. Ja, jetzt haben wir hier oben ein Fernseher für den Schlafbereich. Okay. Genau. Ich gehe mal vor ins Bett. Ja. So. Ja, das heißt also hier kann man wirklich dann sehr schön, wenn man hier abends sitzt oder liegt. Finde ich super mit diesem Auszug. Absolut klasse, ja. Genau, ne? Es gibt auch die Variante ohne Fernseher, da hat man in dem als ganz normalen nutzbaren Schrank da drin. Mhm. Würde ich nehmen. Sagt sie jetzt einfach so. Ja. Ich habe kein Fernseher. Nicht? Gut. Also ich finde aber, wie gesagt, also das, was sie hier gemacht haben, ist wirklich klasse, weil wenn die immer so irgendwo angeschraubt sind, das braucht auch viel Platz eben irgendwo und das ist schön verstaut und stört niemanden. So, dann haben wir hier, auch von den Schränken her, ich mache sie mal alle auf. Ja, was hier jetzt nochmal sehr schön ist, dass man da in diesem Eckbereich nochmal die Regale hat, wo man Dinge reinlegen kann. Zwei Regale, ja. Genau. Also man sieht vom Platz her. Super, reicht. Ja, völlig ausreichend. Ja, super. Schau, und was mir auch gleich auffällt, du sitzt hier natürlich auch, ohne dass du mit dem Kopf anstößt. Richtig. Das ist immer ganz wichtig. Wie groß bist du? Ich bin auch 1,81, genau. Ich vergesse es auch ständig. Ja, ich war mal 1,82. Aber ich bin auch schon älter jetzt. Man schrumpft mit der Zeit. Ja, und ein paar Jahre auch noch. Ne? Weißt du, wie das auch klein gemacht hat. Kommt ein aufs andere. Richtig. Die Frauen wieder so. Ja, auch hier natürlich jedes Fenster eben halt mit Verdunklung. Genau, Fliegenschutz, da alles mit dran. Genau, ne? Gucken, was hat der für Lattenrost dazu. Okay. Genau. Mhm. Ja, Lattenrost, normale Lattenrost drunter. Ne? Genau. Und ich denke, diese Treppe, die kann man wieder nach vorne rausziehen. Das ist genau dasselbe kann, System, ne? Genau, wie wir jetzt bei dem Auto gesehen haben. Ne? Ja. Richtig. Ja. Also es ist wirklich sehr schön gemacht, zumal ich immer einen richtigen Aufstieg habe. Ja. Ja? Das und damit es tagsüber eben nicht stört, kann man es einziehen und hat den Platz eben zur Verfügung. Ja. Richtig. Dann habe ich hier wieder das Liftsystem. Mhm. Auch da sieht man wieder ein bisschen die Bodentiefe. Sehr und hier sieht man jetzt auch, wie es ist, wenn eben halt dementsprechend das Regal rausgebaut ist. Ja. Hier ist eben das Matratzenendstück dann, wenn man die Treppe auszieht. Richtig.
auf der anderen Seite. Ja, es ist auch so eine Geschichte, hier, hier diese kleinen Griffe, ja, dass man die hier wirklich hat, um es hochzuziehen. Ne? So man muss da nicht irgendwo so runtergehen, sondern ne? Hier ist das Einlegebrett dann eben halt, was wir dann mal da rausgenommen haben. Für die Bettverlängerung dann, oder? Nein, nee. Da brauche ich kein Einlegebrett. Ach, stimmt. Die Bettverlängerung, das ist ja, konnte hier komplett mit raus. Genau. Wofür ist das dann? Das ist, wenn ich jetzt hier da diesen Zwischenboden einlegen will. Ach, das Regal dann einfach. Genau, genau. Okay. Ja. Gut. Ja, dann kommen wir wieder zu dem Badezimmer. Jawohl. Und hier wieder mit rein. Wir öffnen einmal die Tür. Und dann können wir den Raum schließen wieder. Ja, du musst draußen bleiben. Ja, schon wieder. Ja, das ist manchmal leider so. Nur weil ja. Ich kein Mikro habe. Genau. Ja. Das hat keiner gehört, Schatz, so ist kein Mikro. Ja, so, hier ist das Badezimmerkonzept ein bisschen ein anderes. Ja, das heißt also, hier habe ich meine Runddusche drin. Mhm. Genau. Die dann eben halt entsprechend hier zugemacht wird. Okay. So. Ja, so habe ich einen geschlossenen Duschbereich dann. Ich kann nicht anders, ich muss das testen, ich muss da rein. Mach das. Das ist du mit Kamera mal übernehmen. Ja. So. Einfach aufziehen, genau. Aufziehen. Schwör's. Mit meiner fetten Bauchtasche darin. Ja, und da siehst du, wenn du es zu hast. Wird's größer auf einmal, ja? Ja, das ist auch mal ein Thema, was wir wirklich haben mit Kunden, die reinkommen und sagen, man kann dann drin duschen, dann sagen wir auch mal, geh mal da rein, stell dich mal rein und dann merken sie, dass wenn die Kabine zu ist, dass auch der Platz dann enorm groß ist. Ja. Also überrascht mich, das schaut wirklich nicht so aus, wenn das jetzt offen ist. Ja. Schaut sehr klein aus, aber wenn du dann drin bist und die Tür ist zu, echt massig Platz und eben auch oben. Kopffreiheit sehr wichtig. Richtig, genau. Die Aufhängestange, die kann ich noch rausnehmen, wenn sie möchte. Ja, aber jetzt sprichst du gerade selber ein wichtiges Thema an, das haben wir eben im vorigen Fahrzeug auch nicht gehabt. Wir haben hier bei Cartago haben wir diese Aufhängestange, das heißt, wenn ich mal Handtücher irgendwas habe oder nasse Sachen, die kann ich da aufhängen. Mhm. Und trotz dieser Aufhängestange bist du immer noch von der Höhe so, dass du ganz gemütlich stehen kannst. Man sieht's ja. Na? Ich kriege eine ganze Handbreite dazwischen. Ja, genau. Klo, das ist eben auch, das muss ich hochmachen, ne? Ja. Sitzt du auch gut und vor allem, weil hier die Tür eben auf ist, hast du ja kein beengtes Gefühl. Das ist bei mir immer ganz schlimm. Genau, und was ich sehr wichtig finde, ist, ich habe keinen Spalt, wo ich mal durchgucken kann, wenn ich auf Toilette bin. Das ist manchmal auch so ein Thema, ne? Ja, absolut. Doch, ist sehr bequem, ne? Ja. Das machen wir dazu. Da zeigen wir noch das Waschbecken. Genau, richtig. So. Muss ich die jetzt irgendwo einhacken? Oder? Ja, während der Fahrt ist das besser, ne? Wenn man dann oben den Druckknopf dran macht. Dann, das ist jetzt mal so. Auch sehr schönes Waschbecken. Die Form ist total schön. Hat was. Hier hat man überall Ablagefächer, genau, Parfüm, ne? Etc. Und ich zeig's nochmal hier. Hier ist natürlich auch ein Spiegelschrank verbaut, auch wieder mit Ablagefächern. Ja, das ist auch mal für die Frauen ganz wichtig, dass sie einmal vorne die großen Spiegelfläche extrem haben. Extrem wichtig. Und an der Seite auch nochmal die Spiegelfläche. Genau, die wollen sich von allen Seiten betrachten. Ihr habt hier einen Stromanschluss, 230 Volt, Lichtschalter, einen Seitenspender und hier natürlich dann die Becherhalter. Schaut jetzt auch so aus, als wären es vier, aber es sind nur zwei. Genau. So, dann haben wir hier unten noch ein Ablagefach. Und hier haben wir auch noch ein Schränkchen. Und da passt auch noch einiges rein. Super gut gelöst. Gefällt mir. Ja. Also wirklich schön gemacht. Und so jedes Detail hat man immer das Gefühl, es ist wirklich durchdacht einfach auch. Ja. Ne? So, ich lasse meine Lärmelle wieder rein. Ich will nicht mehr rein. Jo. Ja, auch hier wieder. Kühlschrank. Geschichte mit dem Kühlschrank. Beidseitig zu öffnen. Dometic, genau, Absorber. Ja, richtig. Auch wieder mit Eisfach. Zeigen wir euch auch mal, wie groß das ist. Passt schon was rein. Und auch wieder von beiden Seiten. Genau. Öffnen, ne? Ja, von hier. Hier von dieser Seite. Er weckt immer wieder Begeisterung. Ja, es ist wirklich so halt. Ne? Also es, wenn man im Bett liegt, was zu trinken raus und möchte irgendwas. Eben, ja. Das ist schon klasse. Muss ja nicht langlaufen, ne? Genau. So, dann haben wir da oben, da haben wir von gar nicht so richtig. Genau, hier haben wir noch das Bedienpanel. Aber auch das ähnelt das, was wir bei Malibu eigentlich auch haben. Mhm. Ja, dass man halt oben das Bedienpanel hat, wo wir entsprechend alles ablesen können, eben halt unsere Füllstände vom Wasser, von der Batterie, wo wir das Mediasystem einschalten. Da macht, wie gesagt, also Cartago Malibu
ist dasselbe. Mhm. Da gibt es keine Unterschiede. Okay. Ne? Truma-Heizung, alle Einheit ready. Das heißt also, wenn ich da wirklich mein Einheitssystem einbinden will, kann ich das ohne weiteres machen. Genau, für diejenigen, die es nicht wissen, Einheit bedeutet in dem Fall, dass man auch von unterwegs zum Beispiel die Heizung einschalten, ausschalten kann, ja, und genau, steuern kann. Richtig, genau. Genau, das läuft dann alles über so eine SIM-Karte. Alles über Funk. Und dann noch die Dachklimaanlage, wenn wir schon dabei sind. Genau. Geht alles. Ja. Ja, kann man wirklich also alles von unterwegs eben halt schon dementsprechend machen. Ja, dann haben wir eben halt hier auch wieder unsere Sitzgruppe. Auch da, wenn ich mal hinsetzen möchte. Seine Sitzgruppe ist wirklich sensationell schön. Ja. Ja, und hier haben wir vom Fernseher, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es sich natürlich durchdreht. Gleiche wie hinten. Ja. Na, ist ein bisschen anders hier nochmal. Hui. Boah. Ja. Also hier haben sie sich jetzt in dem Modell richtig was einfallen lassen. Also das ist schon brutal. 40 Zoller? Ja. Wow. Wow, das ist eine Und das ist nee, so 32. Ja. 32? Ja, ja. Also das ist wirklich, also ist klasse gemacht. Auch hier wieder das System, wie sie es eingebaut haben. Schau ich mal die Es ist so an. Mit Liebe zu Detail, finde genau. ich. Genau. Ja, so, ja. Ja, das ist wirklich ein hochwertiger Verbau. Man hat da wirklich jeden Raum irgendwie bei diesem kurzen Fahrzeug genutzt, um da vernünftig hier mal die Dinge einzubauen. Ja, weil in dem Bereich Fernseher, es ist wirklich so, dass die Fernseher immer größer werden sollen. Ja. Und dann kommt es zu diesen Dingen. Mhm. Ja. Aber schön gemacht, ja. Ja, ja. Super. Absolut. Wenn du das langsam nochmal zumachst, dass man diesen Schiebemechanismus dann nochmal sehen kann. Seht ihr, das Hintere kommt jetzt da raus. Rein, genau, ne? Spielt dagegen. Ja. Stark. Hm? Wenn sich einer so ein bisschen schon mal mit der Materie Karthago befasst hat, dann wird er diesen Mechanismus schon mal gesehen haben bei dem Line of Otoho. Mhm. Ah, okay. Ja, das ist im Prinzip da so, wo die Mülleimer sind. Da fährt das auch so auseinander, das Ganze halt. Ne? Mhm. Das ist da genauso gemacht. Okay. Das finde ich sehr schön, dass man das so in diesen Fahrzeugen dann einfach übernimmt. Halt, ne? Also ja. Auch da sieht man, wie dass sie sich einfach Gedanken machen. Halt, ja. Ne? Ja, da habe ich hier oben auch nochmal eine große Schaltfläche. Sehr schön. Auch sehr tief, da ist der Receiver verbaut. Ja? Ja, auch die ganze Schenkel. Richtig, da würde ich bitten, dass du das mal aufmachst. Auch da sieht man es. Trotz Teil integriert hat man da oben also richtig viel Staufläche nochmal drin. Also er bringt so viel unter, das ist Wahnsinn. Ja. Stauraum ohne Ende. Und was mir hier jetzt vorher aufgefallen ist, also ich hoffe, dass mich mal versteht, ich habe jetzt kein Mikro. Du kannst hier verdunkeln. Ja. Alles komplett dunkel und du hast noch Vorhang. Mhm. Wie machst du das dann so? Genau, also das mit Vorhang, das hat man bewusst gelassen eben halt. Ne? Okay. Weil es tatsächlich beim einen oder anderen vorgekommen ist, wenn der wirklich in sehr warmen Ländern steht und bis zu 35, 40 Grad den ganzen Tag auf die Windschutzscheibe kommt, dass dann manchmal die Magnete nachgeben. Ah, so. Okay. Und um da diese Hitzestaus irgendwie zu vermeiden, sagt man einfach zum einen, lässt man einfach die Vorhänge davor und lässt das vorne lieber auf ein bisschen, dass es in Hitzestau entsteht. Zum anderen ist es aber auch so, wenn man im Winter mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, beim Teilintegrieren ist es immer ein bisschen anders wie beim Vollintegrieren. Beim Vollintegrierten habe ich den kompletten Schutz, weil ich hier oben vorne einen komplett anderen Verbau habe. Da wird es anders isoliert. Hier bleibt es aber ein Fahrzeug, wo ich eben halt durch diese Seitentüren, wo ich auch eben vorne durch den Kühlergrill eben halt doch das eine oder andere habe, wo ein bisschen Luft durchkommt. Und die Seitentüren kann ich zumindest auch durch diesen Vorhang schon mal abfedern, dass da eben halt nichts durchkommt. Okay. Dass ich da auch so ein bisschen Wärmeisolierung habe, weil es ja auch hier so ist, dass es ein komplett winterfestes Fahrzeug ist. So, ist halt quasi wie ein Backup, ne? Richtig, genau. Aber das ist schon, wenn da sitzt, ey. Ja, auch die Sitze hier, wie auch mein Malibu, also ist das so, das Karthago Malibu, die Sitze werden eigens gefertigt. Das heißt, das ist kein Seriensitz, sondern die werden wirklich eigens für die Fahrzeuge hergestellt. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Gut, jetzt hat man ihn halt hier, das hast du ja vorhin schon mal draußen, sagen wir mal, mit so ein bisschen Freude in den Augen erwähnt, das ist ein Mercedes. Ja. Ja. Es ist halt so, dass natürlich, wenn man jetzt vorne das Armaturenbrett anguckt mit dem M-Books, was natürlich sehr, sehr viele Informationen auch bietet, auch das Lenkrad, wenn man das anguckt. Auch die Optik von diesem M-Books, ja. Ist nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Und, wenn man Stern fährt, auch, ja. Wenn man auch Stern also das ist wirklich so, dass das Ambiente hier vorne im Armaturenbereich ein anderes ist. Wobei man da jetzt auch sehen muss, die 22 Modelle jetzt von Fiat, da wird auch stark was geändert werden. Ja. Also dass da noch mal was kommen wird. Die habt ihr noch nicht auf dem Hof, ne? Nein. Schade. Also wir sind ja jetzt froh, wenn wir erstmal alle 21 Modelle noch kriegen würden. Das schön. Ja, die haben ja Lieferprobleme ohne Ende. Ohne Ende, genau. Ja. Leider auch so, dass das einige Fahrzeuge gar nicht geliefert werden konnten. Und selbst auch Kundenfahrzeuge teilweise eben halt nicht gebaut werden konnten. Halt, ne? Ja.
Ärgerlich. Ist leider so halt. Kann man auch nichts machen. Nein, da kann man nichts machen. Das ist weder im Verschulden der Hersteller noch der Händler. Also das ist einfach so eine Kette, die sich einfach aufbaut. Ne? Genau. Und die wurde unterbrochen und deswegen die Verzögerung. Ne? Ja. Wirklich schönes Fahrzeug. Ja. Ja, und hier auch die Sitzgruppe auch nochmal, wenn man darauf eingehen möchte. Mhm. Auch da diese Ecke, was immer wunderschön so rausgearbeitet worden ist, dass man auch da so ein bisschen entspannt sich reinlegen kann. Also ist schon sehr schön gemacht. Schön. Haben wir da hier irgendwie Stauraum nach unten? Oder? Wir haben hier in dem Fall, so wie beim anderen auch. Ach, ah, das ist echt genau. Praktischer. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Gerade dieser Drehmechanismus. Ja. Genau. Hier haben wir wieder so einen 360-Grad-Tisch. Den 360 Grad, so den mal ein bisschen rüberschieben nochmal. Hat weh. Alles gut. Dann dreh mal drauf. Dreht jetzt nicht. Ja, jetzt, so. Ja. So. Jetzt wollte ich schon demonstrieren, weil ich das Kissen hier mal weg. Ach. Ach, da schau an. Ach, guck. Da kommt man in den anderen Schlauchraum rein. Genau. Ja. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Super. Na, auch hier sieht man dieses Federsystem. Das heißt also, wenn man es von anderen Fahrzeugen manchmal kennt, ist es ja so, dass man da richtig ziehen muss und dann muss man was zurückhalten. Es bleibt jetzt hier oben. Es bleibt oben, ja. Ne? Dadurch, dass es eben halt hier diese Feder drin ist. Also es ist wirklich ganz klasse gemacht. Arretiert sich von selber, ja. Ja, da denkt jemand mit. Ja, ja, das ist so halt. Ne? Und das ist das Erfreuliche bei Carthago wie auch bei Malibu, dass man jedes Jahr in den Modellen immer wieder kleine Erneuerungen hat, halt, ne, über die man wirklich das ganze Jahr spricht irgendwie. Mhm. Und wo Kunden einen noch darauf aufmerksam machen. Und es wird wirklich, was vorhin schon mal sagte, Detail für Detail wird er wirklich auch umgesetzt. Ne? Ja. Das ist wichtig, finde ich, dass das nicht eine ausruht darauf. Ne? Nein, also, überhaupt nicht. Ne? Also das kann man bei beiden Herstellern, das ist so. Und du kannst den gleich, zeig's nochmal, den Tisch eben auch wieder drehen, 360 Grad, das ist echt eine feine Sache. Ja. Vor allem, wenn du hier durchlaufen willst, schaffst du dir somit dann auch ganz schnell Platz. Genau. Ohne großartig irgendwie was umzubauen. Richtig. Und ich finde, du hast ein richtig gutes Raumgefühl hier drin. Ja, total absolut. Integrierten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das ist gut, dass du mal ansprichst. Wenn du jetzt mal die Teilintegrierten in einer Menge so siehst, ist es so, dass sie vorne alle relativ schnell runtergehen in die Schräge, sodass man also so vorne zum Fahrerauslenken muss. Wenn man das jetzt hier anschaut bei Carthago, da hat man vorne die Hutze relativ weit nach vorne durchgezogen, sodass ich bis nach vorne, wirklich bis ich auf meinem Fahrersitz bin, eine durchgängige Stehhöhe habe. Okay. Ich kann es bestätigen, ich stelle mich mal hin, zeige euch das mal. Hier seht ihr, ja, da passen noch fast zwei Hände dazwischen, genau. Also das ist reichlich Platz. Und das bis ganz vorne. Ich bin keine 1,90. War er aber mal. Ja, war er mal. Nein, aber es ist tatsächlich so, das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach, ne? Dass man eben halt wirklich das bis zum letzten ausnutzt, um die Höhe zu halten. Mhm. Okay. Das ist viel, wirklich, wenn du so ein großer bist, ne? Also, dass du einen entspannten Urlaub hast. Weißt du nicht, dass du immer gebückt laufen musst. Ja. Ne? Das tust du das ganze Jahr über, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Mann, ich gehe wieder. Ja, nein, aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ihr wisst, es bleibt nicht aus, ich muss das Bett testen. Ja, ganz wichtig. Mal. Sven, ihm fast Matratzentester, oder wie? Ja. Das wollte ich schon in der Schule werden, als sie mich gefragt haben, was willst du mal werden, Matratzentester? Ja. Und es hat funktioniert. Ein Gruß an meine Lehrer damals, die hätten nie gedacht, dass ich das schaffe. Ich muss sagen, so, wirklich super, super bequem. Ja. Also, das sind aber auch, also gerade in diesen hochwertigen Fahrzeugen, diese Matratzen, die sind der Hammer, der Hammer, der Hammer. Ich kann mich da gar nicht satt drauf liegen, möchte ich schon fast sagen. Ja. Mhm. Hier unten wieder USB-Anschluss, weil ich es gerade sehe. Da drüben ein 12-Volt-Anschluss. Und ja, Schränke, die haben wir schon durch. Was schön ist, wenn du liegst und dann aus dem Fenster gucken kannst. Ja, also machst das früh auf. Man sieht dich ja nicht und oh, dann kannst du hier rauslöchen, ne? Das ist du kannst auch Plissés vielleicht uns demonstrieren. Plissés kann ich ein bisschen nach oben ziehen. Genau. So, dann können die Leute, also ich kann die Leute sehen, aber die können mich so nicht sehen. Ne? Das ist doch geil. Sehr schön. Auch die Schalter, ne? Vom Bett kannst du das alles schalten. Genau. Strom ist jetzt nicht an, aber man weiß ja, was gemeint ist damit. Mhm. Also was mir bei dem Fahrzeug hier besonders gefällt, das ist die Lösung mit dem Fernseher. Mhm. Vor allem, dass du vorne und hinten die Möglichkeit hast, einen Fernseher anzubringen. Das ist das eine. Und ich fand auch das Bad, das hat mich begeistert. Also du hast wirklich ein Raumgefühl, auch wenn du auf der Toilette sitzt. Ja, das engt dich einfach nicht ein, dadurch, dass die Tür offen ist. Und du auf zur Seite hin eben diesen Platz hast, dieses Raumgefühl. Finde ich sehr schön. Hm. Auch mit der Dusche, die wirkt kleiner, als sie in Wirklichkeit ist. Und hat mich begeistert. Doch.
Also da hat sich wirklich Karthago was dabei gedacht und hat gut umgesetzt. Also ich finde das Fahrzeug total stimmig. Und wenn ich jetzt nur zum Reisen bräuchte, ne? Ja. Also mich macht das total an. Also allein schon der Stern. Ne? Und ich glaube, ich könnte das auch noch fahren. Ne? War das bis 3,5? Den darfst du noch fahren, ja. 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 Ne? Wirklich schön. Mangel LKW-Führerschein. Nee. Noch nicht. Ja, ihr Lieben. Wenn ihr Interesse an diesem Fahrzeug habt, an diesem schönen Karthago, den gibt es bei Reimers GmbH in Idstedt. Und ja, wer weiß wie lange, müsst ihr euch, wenn ihr wirklich Interesse dran habt, solltet ihr schnell sein, weil es ist wirklich ein tolles Fahrzeug, muss man ehrlich sagen. Und ja, uns hat sehr gut gefallen. Hat euch diese Fahrzeugvorstellung gefallen, freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Und falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt alle gesund und optimistisch.